Stoffen. Er wird eine Diskussion wie 4 Millionen Menschen allein in Deutschland. Doch die Diskussion wird in der Regel heilbar, wenn sie frühzeitig erkannt und behandelt werden. Mit der Gedenkminute wollen wir an Robert Enke erinnern und zu einem natürlichen Umgang mit Depressionen aufrufen. In diesen Tagen haben wir hier in Wuppertal und beim BSV zu den sehr traurigen Nachrichten erhalten. Heute sind 20 grüne Plätze mehr. 2 aus unserer Mitte, die fehlen und uns heute nicht mehr unterstützen können. Mit Befürchtungen haben wir vom Tod unseres Freundes und Mitarbeiters der Stadionzeitung Kim Toll erfahren. Kim war ein liebenswerter Mensch. Am Ort war er intensiv und vielfältig in Kirche, Schule und beim FC Victoria in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Am 30. Oktober im jungen Alter von nur 27 Jahren ist er viel zu früh gestorben und wurde nach einer Operation mitten aus dem Leben gerissen. Und wir trauern um Peter Torre, ein leidenschaftlicher WSVer, seit vielen Jahrzehnten mit dabei. Er war auch sozial engagiert als Jugendtrainer beim TuS Haslinghausen. Peter hat unseren Verein immer unterstützt, zum Beispiel auch in der Videowerbung vor dem Pokalfinale gegen Essen 2016. Peter wurde nach kurzer Krankheit nur 53 Jahre alt. Wir werden beide für ihre Hingabe für den BSV und die gute Sache immer in ehrender Erinnerung behalten. Und in dieser schweren Zeit sind wir in Gedanken bei ihren Familien und all ihren Freunden. Lasst uns einen Moment innehalten und Kim und Peter gedenken. Danke schön. Auf geht's! Los, los!